Vor Spielbeginn hieß es in Nenzing Abschied nehmen. 1B-Trainer Peter Koch wurde für seine Dienste ebenso geehrt wie die scheidenden Spieler der ersten Kampfmannschaft, Torhüter Thomas Kober, Sandro Dizetz und Fabio Gabriel. Dann wurde aber erneut um Punkte gespielt und da kannten die Hausherren von Beginn an nur eine Devise und die hieß Angriff total. Der FC Nenzing praktisch von Beginn an mit Chancen im Minutentakt, eine davon hatte Ganal, der in dieser Szene aber knapp verzog. In der 21. Minute die Gastgeber mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Jovic plötzlich mit viel Platz, dem guten Haken und dem noch besseren Abschluss. Der Bann war gebrochen, der FC Nenzing führte gegen die Austria Lustenau Amateure 1:0. Wenig später Freistoß Nenzing, der Ball kam gefährlich in den Strafraum, Kara schoss aber über das Tor. Die Partie auch in weiterer Folge wie auf einer schiefen Ebene. Die Gastgeber drückten weiter und Dezit vernaschte hier die gesamte Abwehr der Austria Amateure. Sein Abschluss parierte aber Goli Hagen glänzend. Der FC Nenzing auch in weiterer Folge nicht zu stoppen, hier ein weiter Ball, Kara alleine gegen Hagen, der Nenzinger traf aber den Ball nicht und so konnten die Lustenauer klären. Der anschließende Eckball. Die Kugel plötzlich bei Ganal, der zog aus 20 Metern einfach mal ab und schon wieder zappelte das Netz. Die Gastgeber führten 2:0, gespielt waren 34 Minuten. Noch blieb in der ersten Halbzeit also jede Menge Zeit und die Hausherren kamen zu weiteren Chancen. Kara hier mit dem Querpass, Jovic probierte es, schoss aber drüber. Danach war Halbzeit angesagt, Zeit, um den Nachwuchs des FC Nenzing zu präsentieren. Zahlreiche Kinder und Jugendliche gehen bei den Walgauern ihrem Hobby nach und absolvieren jede Woche Trainingseinheiten und Spiele. Der FC Nenzing leistet somit einen wichtigen Beitrag in Sachen Kinder- und Jugendarbeit. Zurück zum Spiel, da tat sich auch in den zweiten 45 Minuten einiges. Die Gastgeber drückten weiter aufs Tempo und Kara schloss diesen Angriff erfolgreich ab. Neuer Spielstand 3:0. Der zuvor eingewechselte Mohr war bedient, aber die Hausherren machten weiter Druck. Der FC Nenzing wurde für seine Bemühungen dann auch belohnt. Gomez setzte hier gut nach und traf im zweiten Anlauf zum 4:0. Noch war die Partie aber lange nicht vorbei und die Gastgeber spielten sich in einen wahren Rausch. Jovic wurde im Strafraum gefoult, klare Sache Elfmeter. DZ im Duell gegen Mohr und der Lustenauer hatte das bessere Ende für sich. Es blieb beim 4:0. Aber Nenzing spielte weiter nach vorne und Nenzing traf auch wieder, Kara mit der guten Drehung und dem Schuss aus der Distanz. Der Ball passte perfekt und so lagen die Hausherren mit 5:0 in Front. Und kurz vor Schluss dann noch ein weiterer Angriff der Gastgeber, Nenzing im Vorwärtsgang und Gomez mit dem guten Ball auf Meier. Der ließ seine Gegenspieler einfach stehen und sorgte für das 6:0. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Ja, kann man so sagen, so verhoxte Frühjahr, so viel Verletzungspech und ganze Probleme. Es ist wirklich ein schöner Abschluss. Die Jungs haben wirklich verdient. Bis jetzt haben wir auch brav gespielt mit so einer jungen Mannschaft, aber jetzt haben wir redlich verdient. Grandios, also ist super Mannschaftsleistung gewesen heute und super Leistung von mir auch und schön aufgelegt waren die Tore und zum Abschluss noch zwei Tore ist immer toll. So, ja, der FC Nenzing betreut 160 Nachwuchskinder. Wie geht das vor sich? Ja, es ist teilweise eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben Gott sei Dank ein super Team, auch im Nachwuchs. Und ich kann mich auf die Leute einfach zu 100% verlassen. Die einzige Aufgabe, die ich eigentlich habe als Nachwuchsleiter, ist die, dass ich die Leute einfach finden muss. Und Gott sei Dank gelingt mir das von Jahr zu Jahr immer wieder und verlässliche Leute. Und da bin ich auch total stolz drauf, muss ich ehrlich sagen.